Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Fußball Manager 14 und wir sind hier weiter mit Mikromanagement in der Regionalliga Südwest beschäftigt und unser nächstes Spiel geht gegen Mainz 05 und das wollen wir natürlich gewinnen, aber das wird schwer, das wird verdammt schwer. Wir probieren es trotzdem und vor allem er ist bis 18. verletzt, ich hoffe er fängt sich nochmal. So, und was wir diesmal nicht vergessen dürfen, ist die staatliche gigantische Siegprämie. Nicht, dass wir die wieder vergessen. Laufwege sind ein Chaos. Ja, klar, ne? Ist ja nicht so, dass der gut wäre. Unglaublich, was die hier für Leute auf dem Platz stehen haben. Naja, wurscht. Wir müssen spielen und wir können nur gewinnen. Weil verloren haben wir eigentlich schon auf dem Papier, aber gewinnen können wir noch. Hier unten haben wir Flanken, Freistöße und Eckbälle. Die haben wir gut trainiert. Aufbauspiel, Konterspiel, Kurzpassspiel, Langpassspiel, Abseitsfalle, Pressing, Abwehr, alles Schrott. Tja, liegt daran, ja, sieht so aus, weil wir fast nur das hier trainieren, aber wir trainieren ja auch noch das hier, deshalb verstehe ich das so nicht so ganz, warum man das so überhaupt nicht trainiert. Na, ist schon mittleres Drama hier. Kriegen wir aber bestimmt auch noch hin. So, die können wir dann machen, was sie wollen, ist uns egal. Irgendjemand hat mir geschrieben, ich soll mal mit meinen Spielern reden, nö. Habe ich keinen Bock drauf. Die sollen, keine Ahnung, die sollen trainieren, die sollen gucken, dass sie besser werden und dann können wir vielleicht auch mal reden. Bolzplatz-Einweihung. Schicken wir mal einen Paulus hin. Mein Gott. So, Finanzstatus. 43.000 können wir vergeben. Das hört sich doch gut an. Dann packen wir 20.000 da rein und dann packen wir 20.000 da rein. Packen wir 15.000 da rein und 25.000 da rein und dann sind wir in allen Budgets ausgeglichen. Man soll es nicht glauben. Dem Vorstand Budgeterhöhung. Pam. Wir haben keine Minusbudgets mehr. Ich bin happy. Ich bin happy. Wo haben wir es denn? Finanzen, alles im grünen Bereich. Jawohl, ja. So, das haben wir geschafft. Und dann müssen wir gucken. Merchandising läuft. Naja, was soll's. Sponsoring passt. Infrastruktur. Gucken wir da mal rein. Sieht nicht so gut aus. Privater Bereich. Wir gehen hier Bergklettern, Höhenklettern, keine Ahnung was klettern. Und dann machen wir ganz schnell einen Tag weiter. Nicht, dass wir uns hier noch festquatschen. So, Angebot. Nein! Wer will denn da wieder? Belgrad. R. Belgrad. Will der weg? Können wir den gehen lassen? Ich habe keine Ahnung. 95.000 ist ein Haufen Holz, aber der hat ja noch Vertrag, glaube ich, ne? Ja, der hat noch Vertrag. Einer der wenigen, der noch Vertrag hat. Und den wollen sie uns wegkaufen für 95.000. Na klar, ist ja auch ein Schnäppchen, ne? Hat ja mittlerweile 75.000 normalen Marktwert. Also halten werden wir den nicht können, gehe ich mal von aus. Aber vielleicht können wir ein bisschen mehr raushandeln. So nachträglich. So, das ist gescheitert. Der ist wieder fit. Das trifft sich aber gut, weil wir gehen jetzt direkt in Verträge. Oh Mann, dass das hier immer so anders ist. So. Und dann machen wir jetzt erstmal wieder Forderungen auf Marktwert. Alle Forderungen auf Marktwert. Dann machen wir Forderungen erhöhen.
Anforderung 1 senken und jetzt kriegen wir schon 135.000, falls es nochmal einer versuchen will, den zu kaufen. Und dafür könnte ich dann wirklich schwach werden. So, Infrastruktur brauchen wir nichts mehr gucken. Da Berglaufen. Oh. Ja, da meckert er rum, dass er nicht gehen durfte, weil es ja die Chance des Lebens wäre. Da soll er mal noch super spielen und dann kommen ganz andere Clubs. Da kann er sich drauf verlassen. Gucken, ob wir mal mit dem reden können. Weil der ist natürlich jetzt angefressen. Aktion, können wir nicht. Ja, das Problem war, wir haben den noch gelobt, dass du bist super, du bist toll, du bist genial, du bist was weiß ich was. Und dann kommt er und macht sowas. Das ist natürlich ein Problem. So, bin gerade am Überlegen, wir haben alles eingestellt. Ja, komm. Mal ein bisschen zügig hier. Oh ja, die Musik. Die Fasnachtsmusik aus Mainz. Super. Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Oder, kennt ihr den Witz? Treffen sich zwei Prostituierte, sagt die eine, Mainz ist ein Dreckloch, sagt die andere, Mainz auch. Ja, das verstehen nur Leute, die hier wohnen. So, Vorschlag vom Assistenten, was will der? Söder macht sich gut im rechten Mittelfeld. Wenn wir Flanken trainieren. Ja, das hört sich doch gar nicht mal so verkehrt an. Können wir eigentlich mal machen. Spielerinfo, trainieren wir Flanken. Trainieren wir ganz gezielt ganz viel Flanken. So, am besten mal 5 Punkte besser. Weil wenn du das kannst, dann kannst du einen Weißweiler ersetzen. Heißt der Weißweiler? Ich glaube, der heißt Weißweiler, oder? Oh, und Erfurt hat wieder Interesse an uns. Das Schlimme ist, das ist immer die Tabelle Letzte, der Interesse an uns hat. Oh. Kann da nicht mal einer kommen hier wie, keine Ahnung, K. Stuttgart oder Elversberg oder Burghausen oder Wien-Wiesbaden oder Duisburg, Regensburg. Nee, Erfurt. Ich habe nichts gegen Erfurt, nicht, dass ihr das falsch versteht, aber das, diesen Tabellennetze, da gehe ich lieber Wiener Neustadt oder sowas. Aber ich will ja gar nicht weg. Ich will ja eigentlich die Mannschaft hier in die dritte Liga führen. Nicht, dass das wieder hier zu Missverständnissen führt, dass ich weg will. Nein, ich will gar nicht weg. Ich krieg nur die Angebote gemacht und überleg halt mal laut. So, und dann haben wir hier schon den Punkt der Aufstellung erreicht und wir spielen heute wieder in zartem Weiß mit zartem Blau, schon fast Türkis. Und ich würde sagen, ja, geht raus, heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen, grätscht sie weg, haut sie um, stampft sie in den Boden, behandelt sie wie die Regenwürmer in unserem Stadion. Nee, ich weiß auch nicht. Also Mainz ist mir eigentlich fast näher wie Worms. Also da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Ganz dramaturgisch. Nee, aber eigentlich wollen wir die schlagen. Ich meine, ich bin ja Trainer hier von Worms und interessiert mich nicht, was mir näher liegt. Oh, ist das Amateurstadion. Oh ja, das ist Amateurstadion. Riesen Geräuschkulisse und dann sind daneben drei Sitzbänke. Die singen jetzt Mainz 05. So, da fangen wir schon Ball ab. Weißweiler auf Hauer und ja. War das Handspiel? Ja, Handspiel. So, heißt Freistoß für uns. Wow. Knapp hat der sich reingetreten, fliegt gegen das Außennetz. So, schon wieder Ball erobert, sehr schön. Geier, weiter Ball auf Hauer, Hauer, Flanke, abgewehrt und zweiter Ball und abgewehrt und wieder dritter Ball und weit nach vorne und abgewehrt. Aber, ich habe gedacht, Hauer kommt dran.
Jetzt wird's gefährlich und da ist er schon drin. Tja, was soll man sagen? Das ist eben ein anderer Kaliber, den die da fahren, ne? Da kommen zwei, die haben Spielerbilder und schon hast du keine Chance mehr. Wenn Spieler schon Spielerbilder haben, dann wird's gefährlich. Das ist die oberste Regel beim Fußballmanager, wenn man in unterklassigen Club spielt. Sobald ein Spieler ein Spielerbild hat, zieh dich warm an. So, wir haben einen Ball erobert. Geier und Fehlpass auf Diaz. Sehr schön. Haben sie uns ausgespielt. Dürften wir wahrscheinlich dann Einwurf kriegen. Warum steht eigentlich der Hauer noch auf dem Platz? Wir haben noch einen ganz anderen. Das war knapp, aber jetzt kommt er hier und schon wieder macht Geier einen Fehlpass. Das ist ja unglaublich. Jetzt aber kommen Geier. Bohlen. Einwurf für uns. Ballbesitz 50-50. Ja, nee, was? Wieso Einwurf für die? Wir holen uns aber Weißweiler auf Hauer und da gibt man Foul. Der fault einfach unseren Weißweiler. So, wir machen Freistoß. Der kommt nicht an und dann gibt's den nächsten. Irgendwas haben die falsch verstanden. Wow! Hat der Torwart sich da lang gemacht, dass er an den Ball kommt? Stoppt den einer! Boah. Letzter Minute. So, Eckball für Mainz. Der kommt rein. Was waren das, bitteschön? Boys, hä? So, Wölk hatten aber sicher weiter Abschlag, dummerweise schon wieder zu Diaz. Der ihm aufs Tor geschossen hat da, der hat kein Spielerbild. Und deshalb hat er den nicht reingekriegt. So. Sehr schön ausgetrickst, so Geier auf Boller, aber die sind da zu zweit, zu dritt und grätschen da rein und die sind viel schneller, die sind viel größer, das ist voll anstrengend gegen die zu spielen irgendwie. Und trotzdem schlagen wir uns nicht schlecht mit unserem kleinen Aufbauspiel, was wir betreiben. Kein großes, nur ein kleines. So, tja, was willst du sagen, wir rennen hier gegen eine Wand an. Boller! Mit drei Mann getrennt. So, da gibt's einen Foul von unserer Seite. Geht wohl ohne Karte ab. Ich hoffe, der pfeift gleich ab, dass es in die Halbzeit geht, da ich mit meinen Jungs reden kann, ohne dass wir zu stark zurückliegen. Dann haben wir nämlich noch eine Chance. So, er haut ihn vor und komm, pfeift doch mal in die Halbzeit. Pfeift doch mal an die Halbzeit. Endlich pfeift er mal an die Halbzeit hier. So Schiri ist hier in dem Spiel immer, ich weiß auch nicht. So, bin am überlegen. Wir bringen Söder für Weißweiler. Weil der ist irgendwie total mies drauf heute, habe ich den Eindruck. Außerdem bringen wir Christiansen für Hauer. Weil der Hauer, nix gegen Hauer, aber das geht mal gar nicht. Und dann machen wir mal eine Ansprache, wo wir sagen, ja, lass uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Nur weniger Schüsse auf unser Tor, mehr auf den jetzt. Dann motivieren wir mal einen Boller, dann motivieren wir mal den anderen Boller. Dann motivieren wir einen Geier, einen Bohlen und den Schanz. So. Wow, Stimmung 19 von 20. Ich rede mit keinem von denen. Stimmung ist top. Ja, kann ich nichts Falsches sagen? Sind sie nicht sauer auf mich? Ist auch eine Taktik, oder? So, wir mal sehen hier mal schnell so ein paar von denen, die es vielleicht gebrauchen können. Teamwork ist 62. Das ist natürlich sehr schön. Ja, komm, wechsel aus. Jetzt will ich Tore sehen hier. Ihr schafft das. Christiansen ist mehr so der durchsetzungskräftige Spieler im Sturm. Wow. Und da köpfen die schon wieder auf unser Tor.
Sehr schön abgewehrt. Weiter. Ball. Boller ist schnell. Boller ist sauschnell. Boller mit der Flanke. Ui. So, Söder mit einer schönen Hereingabe, aber dummerweise auf den Kopf vom Abwehrspieler. Wir trennen wieder. Söder, super Ball auf Geier. Christiansen macht hier richtig Feuerwerk. Jetzt geht's hier ab. Und das war doch kein Abseits. Bitte, das war doch kein Abseits. Na, Dezentimeter, den hätten wir doch jetzt mal. Also, das ist doch unglaublich, sowas hier. Können die da nicht mal ein Auge zudrücken oder zwei? Sehr schön, Boller auf Christiansen, Christiansen, Christiansen. Das war letzter Mann, das muss rot geben. Ja. Kerbal Space Program ist ein anderes Spiel, ja. Abstoß, der kommt an, der geht nach vorne und dann bleibt da hängen, der Boller. Das ist eben Mainz 05. Die sind halt nicht einfach nur so eine Gurkentruppe. Aber jetzt hier Diaz, gelb. Junior Diaz. Spielt er nicht sogar ab und zu erste Mannschaft? Name sagt mir irgendwas. Wieder Freistoß versemmelt. Aber wir kriegen die zweite Chance, dritte Chance, vierte Chance. Jetzt Söder, 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 Flanke. Das kann doch nicht sein. Warum nimmt er den nicht Volley? Warum nimmt er den an? Wenn er den Volley nimmt, ist er drin. Wenn er ihn annimmt, ist er weg. Aber super gemacht von Söder. Der trainiert ja jetzt schön Flanken. Deshalb kommen die Dinge auch gut. So, Boller auf Dressing. Nee. Ho, das war knapp, Wölkheld. So, Dressing auf Schanz. Schanz will nach vorne spielen. Trifft aber mal wieder den Schädel von irgendeinem Mainzer. So, Boller kommt auch nicht durch. Christiansen kämpft, kommt aber auch nicht durch. Weil trippelt sich hier durch, aber Dressing fängt ab. Christiansen auf Boller. Boller ist durch. Das gibt's schon nicht. Müssen wir mal den Ball da über die Linie kriegen. Ja, okay, das üben wir nochmal. Wir wollen den Ball spielen, nicht den Gegner. Beziehungsweise wir wollen auch einen Gegner spielen, aber nicht den Spieler. Also nee, wir wollen eigentlich den Ball, den Gegner und den Spieler spielen, aber ihn nicht umtreten. Wow. Glück gehabt, dass Danny reinging. Weiter Abschlag, dummerweise zu Diaz, der rüber, oh, 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 oh. Ja, einfach mal weggedrückt, finde ich geil. So, jetzt Boller auf, Da habe ich schon einen Konter laufen sehen, aber nein. So, Christiansen auf Boller und das pfeifen die ab. So, wer gefällt mir nicht? Wer ist schlecht drauf? Söder ist ein bisschen runter, der ist ein bisschen runter. Ich bin gerade am überlegen, ob wir Brüder spielen lassen. Nochmal in der letzten Minute hier einwechseln. Ich hoffe, wir kommen noch so weit, dass der nochmal einen Ball berührt. Sommer, das war ein Abschlag direkt zum Torhüter. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Tschüss. Schiebung. Den Angriff hätte er laufen lassen müssen. Ja, da empört er sich zu Recht da draußen und schimpft und macht und tut. Ah, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Der kann doch einfach abpfeifen mitten im Angriff. Da war es gerade ein schöner Konter am Laufen. Wir hätten allein vom Torwart gestanden, wenn es 1-1 machen können. Pfeift er ab. Wegen dem dubbischen Ding da verlieren wir das 1-0. Das. Ich hätte früher wechseln sollen, glaube ich. Was ist denn jetzt los? So, bester Spieler bei uns war Wölk, bester Spieler bei denen war Müller. Schlechtester Spieler bei uns waren die Stürmer. Leider. Unglaublich. So, wir rutschen wieder ab von 3 auf 5.
Gibt eine harte Saison. Haben wir irgendeinen da reinbuxiert? Ne, haben wir nicht. Aber guckt mal, wer da wieder im Tor steht. Wir spielen wieder gegen Superman. 3,5 ist die Note. Und Lukas Boller, 14 Tore. Immer noch ganz oben in der Torschützenrangliste. Und bin gerade am Gucken hier mit Karten und so. Wir sind ziemlich fair, ne? Nicht die fairsten, aber ziemlich fair. Ist ja auch schon mal was. So, Felix Müller, super Leistung. Ist ja auch schlappe 85.000 wert. Da hat sich unsere natürlich mit seinen 2.400 Euro Marktwert ein bisschen schwerer getan. Aber nichtsdestotrotz haben wir es ja hingekriegt. So, Herbstmeistertitel geht nach München. Mhm. Die gewinnen auch mal wieder alles. Neuer Gegenstand im Hintergrund verfügbar. Ja, wunderbar. Weihnachtsmann, der die Coca-Cola-Farben rot und weiß trägt, weil die haben das erfunden. Vorher war der irgendwie, glaube ich, blau oder sowas, ne? Keine Ahnung, die haben den rot gemacht. Seitdem ist er rot. So, da geht irgendeiner zu Blue Wings, ablösefrei, den ich nicht kenne. Und der auch kein Bild hat. Top-Transfer. Die Woche. Weihnachtsfeier, da feiern wir so. Frohe Weihnachten. Absolut. Hardcore, so schöne Weihnachtsfeier, Stimmung steigt, frische Punkte, verlieren wir 5. Ja. Und da würde ich sagen, haben wir wieder eine Aufgabe, hier durch die Winterpause zu kommen und vielleicht noch den ein oder anderen Vertrag zu verlängern, weil wir haben irgendwie plötzlich wieder 15.700 Euro Gehalt. Das heißt, wir können da jetzt, bevor die Transferperiode losgeht, vielleicht noch den ein oder anderen Vertrag verlängern. Das wäre schick, wenn uns das gelingen würde. Und das ist die Aufgabe, die wir uns stellen in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Nick Frey zockt Fußballmanager 14 im Mikromanagement der Regionalliga Südwest mit, ja, Worms. Man soll es nicht glauben. Ohne Stärke und manchmal auch ohne Talentsterne und manchmal auch ohne Stärke. Naja, wie auch immer. Also dafür, dass es nicht angezeigt werden soll. Naja, ihr wisst, ich will es nicht mehr durchkauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.